Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge, zur letzten Folge der Pokémon Red Generations, Nuzlocke. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Pokémon-Liga bezwungen im letzten Part. Und eine Sache bleibt noch zu tun. Und zwar die legendäre Azuria-Höhle. Die müssen wir noch erledigen. Und das werden wir jetzt auch gleich tun. So, ja, hier haben wir nochmal unsere 8 Orden. 35 Pokédex-Einträge, 57 Spielstunden. Großartig. So. Ach, ich liebe die Alabaster-Mucke, ne? Die ist großartig. Ah, Tim, du solltest eine kleine Pause einlegen. Wow, großartig. Wir waren ewig nicht zu Hause. Das Einzige, was sie sagen, oh, Tim, du solltest eine Pause einlegen. Richtiger Roboter. Okay. So, unser Team. Perfekt, so wie es sein sollte. Genau wie es vor der Liga aussah. Perfekt, einfach wunderbar. Wir fliegen jetzt nach Azuria City, Leute, und stellen uns Mewtwo. Bin gespannt. Ich werde es aber noch nicht fangen. Ich glaube, ich habe eh keine Bälle mehr. Ich werde mir auch keinen neuen Encounter mehr fangen. Ich will mein Team jetzt nur noch so lassen, wie es ist. Ich möchte jetzt lediglich noch in die Azuria-Höhle und da ein bisschen aufmischen. Nur noch Mewtwo steht aus, Leute, und das werden wir jetzt heute machen. Sobald Mewtwo bezwungen ist, dürfen wir dieses Projekt und diese Challenge als bestanden und abgeschlossen werden. Und ich weiß gar nicht, auf welchem Level Mewtwo ist. Könnte sogar Level 70 sein. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Aber ich bin guter Dinge. Unser Team hat uns trotz des gehörigen Levelunterschiedes auch in der Liga nicht enttäuscht. Und ich habe Vertrauen, dass das hier in der Azuria-Höhle jetzt genauso der Fall sein wird. So, hier war ja sonst immer so ein Typi, der hat sich vor die Höhle gestellt und einen nicht durchgelassen. Und oh, man kommt da lang hierhin zurück. Kämpft die gegen einen? Oder was macht die? Verdammt, die kämpft ja gegen einen. Mit ihrem Kyurem auf Level 31. Das skippen wir jetzt mal schnell. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sie gegen einen kämpft. Ja, Major Bob. Hat uns auch das ganze Spiel überverfolgt. Jetzt zum Abschluss. Muss der auch nochmal kommen. Großartig. So. Ich wollte nochmal gucken, wo es da lang geht. Das hatte ich nämlich gerade gar nicht auf dem Schirm. Okay, Leute. Die Azuria-Höhle. Gehen wir es an. Okay, ich dachte, sie hätte irgendeine eigene Musik. Hat sie aber offenbar nicht. Die Azuria-Höhle. Ich wüsste gerne, ob es um die Azuria-Höhle auch irgendeine besondere Geschichte gibt. Okay, von Nera wäre mein Encounter gewesen auf Level 51. Das würde mich mal interessieren, ob es zu der Azuria-Höhle auch eine eigene Geschichte gibt. Oh, ein Escavalier. Das können wir killen, mal eben. Kriegen noch ein bisschen EP. Warum nicht? Also warum hält sich Mewtwo genau hier auf und so weiter, ne? Das würde mich mal interessieren. Was ist das denn? Schwalbini? Sieht aus wie eine Ente. Habe ich gerade, als es noch so schwarz-weiß war, habe ich das überhaupt nicht erkannt. Wow. Boah, dieses Labyrinth hier auch noch. Boah, ist die Encounter-Rate hier hoch, Alter. Ist ja ätzend. Kiesling. Ach, Leute. Ich muss ja ganz kurz einen Cut setzen. Ich komme aber sofort wieder. So, Leute, da bin ich wieder. Meine Mutter hat gerufen. Ihr kennt das ja. Ist ja auch nicht weiter schlimm. So. Wir waren hier in diesem edlen Irrgarten stehen geblieben. Was haben wir hier? TM2. Hatten wir schon mal. Das ist, glaube ich, Aussetzer sogar. TM sind mir eigentlich auch egal. Ich möchte... Blissey. Ich möchte eigentlich... 52, Mann. Warum? Wo wart ihr, als ich für die Liga trainiert habe? Wollte ich sagen, ich möchte eigentlich nur noch Mewtwo umklatschen. Und dann, ist der Bonusteil ja auch schon vorbei, ne? Mehr gibt's nach dem Spiel auch nichts zu tun. Das ist leider die traurige Wahrheit. Den Itemfinder, ja, das Itemradar. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt in dem Spiel. Oh, die Encounter-Rate ist furchtbar. Die Encounter-Rate ist ganz furchtbar. Ich bin dazu geneigt, Duroc einfach auf Level 52 zu trainieren, damit wir das einfach mal skippen können. Oh, ist das Essen. Habe ich irgendein Pokémon Level 52? Ja, habe ich sogar. Stalos? Nee, das ist ja KP-Anzeige. Nevermind. Dacht schon. Alter. Oh, nicht fliegen. What? Was hat es überhaupt eingesetzt? Ich wollte nur auf Surfer gehen, damit... Glurak. Im letzten, weil ich einen Retard war und mich verklickt habe. Fick dich, Spiel. Oh, nee. Fuck it.
Ist ganz furchtbar, wenn ich die Pokémon jetzt schon verliere. Ich werde wahrscheinlich gegen Mewtwo verlieren. Och, Mann. Scheiße, warum Glurak? Was haben wir hier? FTM 45, was ist das? Alter. Psywave, ja, okay, ist egal. Oh, ich... Boah, war das peinlich und furchtbar. Nugget ist mir jetzt auch egal, brauche ich nicht mehr. Gott. Muss ich hier lang? Ich finde dieses Labyrinth so schrecklich, ne? Keine Ahnung, wo ich hier lang muss. TM3. Was sind TM3? Swords Dance? Glurak hätte es lernen können. Willst du mich verarschen, Spiel? Dr. Eggman kann es lernen. Lohnt sich aber nicht. Ich meine, mit was? Was soll ich da einsetzen? Es hat Fliegen. Das war's. Das ist der einzige physische Move. Oh, ich skippe einfach nicht mehr. Sonnenkern, hi. Okay, dagegen kann ich schon skippen. Oh, ey, dieses Kiesling. Was war denn das? Furchtbar. Ach, jetzt habe ich den 45 sogar schon zweimal. Großartig. Bin ich gleich mal bei Mewtwo? Ich meine, ja oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich war ewig nicht in der Zuria-Höhle. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ein Menchino. Ich möchte eigentlich nur das Kyuu zwischen auf Level 2. Ne, wobei das Menchino auf Level 56, also der Schutz bringt mir überhaupt nichts. Ich muss einfach nur flüchten. Was anderes. Oh, fick dich, Kiesling. Alter, was war das? Ich hätte es nicht gedacht, dass, ey, dass ich hier noch was verliere, ne? Oh, ja, dumme Eistüte. Alter, war das furchtbar. So, da oben. Okay, hier. Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig auf dem Weg zum Mewtwo? Nein, hier geht's wieder raus, holy shit. Willst du mich verarschen? Bin einfach im Kreis gelaufen, nein. Damn. Früher hatte ich so einen coolen, so eine coole Komplettlösung und die war eigentlich für Pokémon Gelb, aber das konntest du ja hier auch darauf anwenden. Da habe ich mich zurechtgefunden, Leute. So, muss ich wohl hier lang? Ich habe keine Ahnung. Blissey. Keine Ahnung, ob ich überhaupt lang muss, ey. Hier sind aber auch Pokémon drin, ne? Das ist der Shit. Also, der Shit im wahrsten Sinne. Oh, da war Franklin. War das Franklin? Habe ich ihn Franklin genannt oder habe ich ihn Eugene genannt? Ne, Franklin war das, ne? War denn Eugene nochmal? Ich glaube, es war Franklin. Wer war denn Eugene? Eugene hatten wir doch auch, oder nicht? Oder habe ich Krebskurs so genannt? Kann auch sein. Hm, naja. Ah, ist auch egal. Ich bin doch jetzt 3000 Mal langgelaufen. Crap. Sanna, Alter, das fehlt mir auch noch. Oh, ärgert mich das mit Glurak. Einfach weil ich auf Fliegen gegangen bin und nicht auf Surfer. Ich habe mich einfach verklickt. Ich wollte ja nicht mal auf Fliegen gehen. Ich habe mich einfach nur verklickt. So was Dummes. Das ist richtig ärgerlich. Keine Ahnung, wo ich lang muss, Alter. Oh, ist das schrecklich. Oh Gott, dieses Elektro sieht ja richtig merkwürdig aus. Wo muss ich hier lang? Goddammit. Bin ich hier richtig? Ah, ich habe keinen Plan. Ich glaube, hier war ich aber noch nicht. Das könnte was sein. Das könnte was sein. Hoffen wir mal das Beste. Wo führt mich der Shit hier hin? Da ist auf jeden Fall noch ein Item. Gucken wir uns doch einfach mal Just for Lulz an. Es ist eine TM, selbstverständlich. Was könnte es auch sonst bei uns sein? Und zwar, um genau zu sein, TM8. Die da wäre... Drill Pack. Hatten wir schon mal das Thema, ne? Kann aber keiner lernen. Jetzt nochmal so ein Spukball, den es damals noch nicht gab. So kurz vor Schluss. Hätte schon was. Wobei Biss wird mir schon reichen für Quajutsu. Ist speziell. Ist vom Typ Unlicht. Wäre der Shit. Warte, bin ich hier rausgekommen oder woanders? Kiesling, ey. Geh mir aus den Augen. Okay, hier war ich noch nicht. Despota. Hier gibt es einfach Despota als Encounter. Das wäre auch cool gewesen. Aber ich wollte mir sowieso nichts mehr fangen. Bin ich hier jetzt richtig? Mewtwo, wo bist du, mein Augenschein? Boah, hier sind aber viele Items. Wie so ein Flora, Alter. Dieser Sprite ist so krass. Sieht einfach aus wie Mauzi.
Oh Gott, dieser Encounter Rate. War das Vieh gerade auf Level 64? Holy shit. So, hier muss doch langsam mal Mewtwo kommen, oder? Hallo, Stern, du. Hallo, Scraggy. TM39. Wäre. Toxic. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht zum Stallen. Ich glaube, ich würde sogar Dr. Eggman beibringen. Das Problem ist, du hast bisher nur VM-Attacken. Vielleicht statt. Ja, wobei. Gegen Mewtwo ist Dr. Eggman vermutlich sogar die beste Waffe. Oder Annihilperl. Ich glaube, Annihilperl ist noch besser. Also probieren wir es mal. Was tue ich denn dafür weg? Eigentlich sind die Attacken alle zu gut, dass ich sie wegtun könnte. Oder Dr. Eggman Sleep Powder. Na, was ich eigentlich machen kann. Brauche ich Rockslide noch, ist die Frage. Ich glaube, ich mache es jetzt mal ganz anders und bringe Kokowai wirklich toxic bei und vergesse dafür. Ich vergesse einfach mal jetzt Schlafpuder, was soll's. Toxic wird im Notfall das sein, was mir nämlich das Match rettet. Dann fange ich da ja mit Kokowai an. Ich ärgere mich immer noch über Glurak, ist unfassbar. So. Wenn ich denn dann nochmal irgendwann zu Mewtwo gelange. Ich müsste jetzt mal so langsam da sein, oder nicht? Sieht nämlich so aus, als wäre ich hier noch nicht gewesen. Das ist da, das Stern, du auf Level 65, Alter. Holy shit, was ist denn los bei euch? Das geht doch nicht. Da ist Mewtwo. Leute, da ist es. So, wir stellen Kokowai nach vorne. Und hoffen, dass der Plan aufgeht mit Toxin. Okay. Geister, würde ich sagen, der letzte Kampf in diesem Projekt startet jetzt. Mewtwo. So, und es ist ein Ladybug. Ich hab vergessen, dass Mewtwo gerandomized wird. Das ist ein Ladybug auf Level 70. Willst du mich verarschen? Fliegen. Double Edge. Du machst gar nichts. Du machst gar nichts. Es ist Ladybug. Das Vieh kann... Was kann es überhaupt? Es kann gar nichts. Das war unser epischer Endkampf. Das Vieh ist 20 Level über mir und überlebt nicht mal eine Non-Step-Attacke. Und dafür habe ich Glurak noch verloren? For real? Alter. Los. Annihilperl holt uns hier raus. Oh. So, perfekt. Ich wollte sowieso hier hin nach Alabastia. Und hier vor unserem Haus, wo alles begonnen hat, Leute, würde ich dann aber sagen, nach diesem unfassbar epischen Bosskampf, ich beende damit nun dieses Let's Play. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Bonus-Part noch gefallen. Und ja, wie gesagt, ich habe eigentlich schon alles im letzten Part gesagt. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit bei dem Projekt, dass ihr das Ganze verfolgt und geschaut habt. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß damit hattet. Das Nachfolge-Let's Play für diese Nuzlocke. Es wird auch wieder eine Nuzlocke sein, Leute. Das ist bereits schon in Planung. Das wird bald an den Start gehen. Ich hoffe, dass es relativ nahtlos an dieses hier angeschlossen werden kann. Freut euch drauf. Ich denke, das wird euch gefallen. Aber ich will euch das viel spoilern. Außer, dass es ein Together-Projekt sein wird. Freut euch drauf. Also, Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Projekt. Bis zum nächsten Video. Was auch immer. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut. Haut raus. Ciao.